Servus Leute, heute zeige ich euch, wie ich eine Robinie aufspalte. Robinie ist ein perfektes Bogenholz. Allerdings muss man aufpassen, denn Robinie ist giftig. Bedeutet natürlich, ihr solltet dann keine Rindenreste oder Holzsplitter rumliegen lassen, wenn ihr Kinder oder Haustiere in der Nähe habt. Und ihr selber müsst natürlich auch aufpassen, dass ihr nichts in eure Schleimhäute bekommt, Nase, Mund, Augen und so weiter. Hautkontakt ist jetzt nicht so gefährlich, aber ich trage trotzdem Handschuhe, denn wenn ich meine Handschuhe dann ausgezogen habe, ist es nicht so schlimm, wenn ich mir aus Versehen irgendwie ins Auge fasse. Bei Robinie lasse ich ausnahmsweise die Rinde dran, weil wie gesagt, Giftholz. Wenn ich jetzt die Rinde abschälen würde, wäre überall im ganzen Garten Rinde verteilt und das möchte ich natürlich nicht. Darum lasse ich es diesmal mit Rinde trocknen. Und die Endstücke von den Staves schmiere ich natürlich wieder mit Leim zu, dann ist die Rissgefahr gemindert.